Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play or Die, or hopefully not die. Blood, Gore, Violence. Ihr seht's schon, also Parental Advisory. Oh, im Hintergrund sieht man schon ein bisschen zu viel. Mach ich mal weg. Wie ihr wisst, meine lieben Leute, das seht ihr... hier seht ihr's. Spiele ich gerade Hexen Beyond Heretic. Ja, und wie ich schon bereits erwähnt habe, ist Hexen Beyond Heretic der Nachfolger von Doom. Ja, oder wie der Angry Video Game Nerd sagen würde, Doom! Und Heretic. Und zwischendrin spiele ich jetzt einfach mal eine Folge Heretic, damit ihr mal einschätzen könnt, wie krass erweitert Hexen eigentlich ist, ja? Weil ihr werdet feststellen, dass Heretic, mal abgesehen von ein paar Items, doch sehr nah an Doom dran ist, ja? Also vom Game Design, sage ich jetzt mal. Also es ist ein sehr lineares Spiel mit linearen Maps, während Hexen schon mehr... Na, so ein bisschen Metroidvania schon ist, ja? Also das heißt, man hat einen Hub, also H und B, also einen zentralen Raum, von dem man mal hierhin geht, mal dahin geht, immer wieder zurückkommt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal dieses Spiel an. Hier gibt es, wie ihr seht, 5 Episoden. In der Shareware-Version gab es, glaube ich, nur die City of the Damned. Maximal den zweiten auch noch. Ich bin nicht mehr ganz sicher, weil es ewig her ist. Seitdem habe ich immer noch nur die Vollversion gespielt. Das ist jetzt die Vollversion und nicht die Shareware-Version. Wir fangen mal mit City of the Damned an. Und natürlich machen wir mittlere Schwierigkeitsstufe. Und auch hier ist wieder das Gleiche. Die Steuerung ist Pfeiltasten für Drehen. Vorwärts, rückwärts für... Vorwärts, rückwärts. Space für... Ne, er sagt gar nicht Sagt das, wenn ich gegen die Wand gucke? Ne, er sagt nicht In Doom sagt er mal Steuerung für Schießen. Und Shift für Laufen. Und da kommt auch schon ein Gegner. Da gehen wir mal hin. Guck mal, hier sind das nämlich so eine Fledermäuse. Und wenn ihr bei Hexen aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch daran an die Fledermäuse. Und ihr seht, dass sie sehr ähnlich sind, aber doch ein bisschen anders. Also Warn Crystal, ich dachte schon Crystal 3. Uiuiui, das sind ja noch mehr. Shit, jetzt verliere ich schon Energie. Seht ihr, es sind doch eine ganze Menge Feinde hier. Aber im Gegensatz zu Hexen, wo ich ja den Fighter ausgewählt habe, konnte ich hier keine Klasse auswählen. Das heißt, jeder hat... Also, man hat eine Schusswaffe. Schusswaffen, ja. Man hat Schusswaffen. So, jetzt muss ich schon so ein Crystal Vial nehmen. Hab immer noch nicht voll Energie. Schönen Muni nehmen. Kann ich hier schon welche Leute umnieten? Das wäre nämlich gar nicht schlecht, weil ich da nachher nochmal hinkomme. Also dieses Spiel habe ich auch lange bevor ich Hexen spielen durfte, gespielt und war absolut begeistert, weil es einfach Doom mit viel frischeren Farben war. Und ich habe es auch tatsächlich relativ nah, nachdem ich Doom durchgespielt habe, oder Doom 2 eher, habe ich auch das hier bekommen. Also waren schon Jährchen oder so dazwischen. Aber es war nicht ewig weit auseinander. Seht ihr, hier haben sie sich schon mal die Mühe gegeben, im Gegensatz zu Doom, dass sie diese Schalter so eingearbeitet haben, ne? Nicht nur flache Texturen auf die Wand. Und ach so, seht ihr wieder, ich habe hier wieder meinen Counter. Das heißt, ich zähle, wenn ich sterbe. So, seht ihr, hier werden einem die Gameplay-Mechaniken schon mal ein bisschen nahe gebracht. Jetzt will ich nochmal gucken, ob hier auch F11 das, die Brightness verändert. Ja, tut sie. Ich werde sie auf Stufe 1 lassen. Und gucken, ob man springen kann. Nein, springen gibt es hier drin noch nicht. Auch kann ich wieder den Bildbereich ein bisschen vergrößern, damit es für euch ein bisschen schöner aussieht. Auch hier, Quick Save. Den nenne ich auch wieder Quick. Ich nenne ihn gleich Quickie, weil bin ich schon gewohnt. Quick Load. Und denkt dran, man muss so spielen. Es geht gar nicht anders, weil ansonsten wäre man für immer tot, wenn man tot wäre, ja? Insta-Death. Also so muss man spielen. Ich muss hier permanent Quick Saven und mir meine eigenen Quick Save. Also meine eigenen Save Points erstellen. Tab ist wieder Karte. Weil ansonsten ist Insta-Death. So, aber hier geht es jetzt natürlich darum, die Secrets zu finden. Und guck mal, seht ihr, dass diese Wand komisch beleuchtet ausschaut? Das kann ja kein Zufall sein. Also Tab drücken, Space drücken. Und hier habe ich mein erstes Item. Und ihr kennt dieses Item schon aus Hexen. Ja, das sind also diese Wilds. Und man kann auch hier wieder die umschalten und mit Enter kann man sie auswählen. Und jetzt gehe ich doch mal wieder in das Dings zurück. Und hier ist das Armor auch, wie in Hexen gibt es ein Schild, aber wie in Doom wird das einfach hochgezählt und zählt dann runter. Ja, also er merkt sich nicht, welche Armor man so hat. War da nicht noch so ein... Ja, guck mal, hier ist noch so ein Quarzfläschchen.
Hier steht immer gar nicht, wenn man was gekriegt hat, was man gekriegt hat. Das ist ein bisschen komisch, oder? So, gelben Schlüssel habe ich gekriegt. Ihr seht ihn hier. Da. Den kann ich jetzt benutzen. Quick Save, bevor ich die Tür öffne. Und mir geht es jetzt darum, 100% Secrets zu kriegen. Auch. Und 100% Kills. So. Und wenn ich sterbe, wird der Counter natürlich hochgezählt. Und wenn ich es mal vergesse, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der wird dann nachgezählt. Vergessene Tode zählen doppelt, würde ich sagen, oder? Ja? Wenn ich vergesse, den zu zählen, muss ich es doppelt zählen? So, schreibt mir, was ist euch lieber? Akkurate Zahlen oder Bestrafungen? Das könnt ihr euch auch so... Guck mal, hier ist so eine Tür, die kann man aber nicht öffnen. Die wird später geöffnet. Hier geht es auch nicht weiter. Also muss ich quasi hier gerade durchgehen. Der Nachteil natürlich, wenn man so spielt, wie ich jetzt gerade spiele, ist... es fehlen einem Informationen, ja, die muss man dann immer bei Bedarf gucken. Zum Beispiel sehe ich jetzt erst, dass meine Ammo ziemlich niedrig ist eigentlich. Aber das ist nicht schlimm, weil hier drin finde ich gleich etwas ganz Cooles. Seht ihr das? Das sind die Imperator-Handschuhe, ja, wenn ihr Star Wars kennt. Oh, seht ihr das? Die Feinde droppen auch Munition. Das ist nämlich das Gegenstück zur Chainsaw. Guck mal. Wenn ich jetzt eins drücke... Achso, das habe ich gar nicht gezeigt vorher, wenn ich nochmal eins drücke. Vorher hatte ich diese Waffe, ja. Die kostet keine Munition und ist halt eine Nahkampfwaffe. Aber jetzt habe ich ja diese, die kostet auch keine Munition. Aber man hat eben diese Imperator-Fallpartien-Hände. Und die werde ich jetzt auch mal benutzen. Einfach damit ihr mal seht, wie die so ist. Achtung! Und das Geile ist, die Chainsaw zieht die einen so an die Gegner dran. Oh, das ist ja noch. Das ist ja gar nicht der Hut. Oh, jetzt habe ich natürlich schön Energie hier verschwendet. Und zwar drei Crystal Vials habe ich verschwendet. Das ist echt Verschwendung. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht alle, die man hier so rumliegen hat. Ich glaube, ich bin in dem Spiel noch relativ gut. Ja? Aber ihr seht schon, mit einer Fernkampfwaffe ist man ein bisschen weniger verschwenderisch. Also bleibe ich jetzt mal bei der Fernkampfwaffe. So, ihr seht schon, der Levelaufbau sieht sehr Doom-mäßig aus. Mal davon abgesehen, dass man dieses Pergament hat, was sehr hexenmäßig aussieht. Und guck mal, hier gibt es auch schon so ein bisschen diesen Blinkeffekt, aber nicht so krass wie in Hexen. Ne? In Hexen waren die ein bisschen beeindruckender. So, jetzt freue ich mich aber doch bald auf die nächste Waffe, die der Shotgun eben nimmt. So. Es ist natürlich wirklich gory. Seht ihr das? Die Leute zerplatschen. Oh, guck mal, da komme ich gleich raus. Kann man jetzt schon mal irgendwie irgendwelche Gegner vorher ummieten? Ich sehe keinen. Schade eigentlich. So, wir gehen mal erstmal den... Oh, wo kommt der denn her? Hört man auch mal was sagen können. Oder habt ihr irgendwas gehört? Ich nicht. Ich habe den Sound allerdings ein bisschen leise, muss ich gestehen. Seht ihr das? Diese Wand kann man öffnen, das sieht man schon. Aber ich gehe erstmal hier hoch, aus Gründen. Seht ihr das? Diese Wand kann man öffnen, das merkt man gleich. Ich gehe mal so rum. So, jetzt habe ich hier den Knopf gedrückt und ihr seht, jetzt ist da die Wand aufgegangen. Ihr seht aber auch hier unten, es gibt diese grünen Dinger. Oh, warte mal, erstmal die ummieten. So, mit Ende und Bild runter kann man hoch und runter schauen und mit Entfernen und Bild runter kann man hoch und runter schauen und mit Ende kann man es wieder zentrieren. So, jetzt habe ich hier Arrows gekriegt. Arrows sind natürlich für den Flitzebogen. Den Flitzebogen habe ich noch nicht. Also, holen wir den doch mal. Ist er denn? Oh, hier sind natürlich ein paar Feinde unterwegs. Hier ist auch noch ein Feind unterwegs. Da ist der Flitzebogen. Oder die Armbrust eher. Armbrust. The Armbrust. Ethereal Crossbow. Nutze ich noch nicht. Den spare ich mal ein bisschen auf. So, warte mal. Guck mal, hier ist der Anfangsbereich. Den kennt ihr schon. Nochmal Pfeile. Oder Bowls. Ne, Arrows tatsächlich. Hier ist wieder so ein Item, was man mitnehmen kann. Das Tome of Powers. Wenn ich mich nicht recht irre, dann gibt einem der Tome of Power so eine... Ups. Der charged irgendwie, supercharged die Waffen für eine kurze Zeit. Ich werde mir den aber aufsparen, das sage ich euch. Komm, Lümmel. So, ja. Und jetzt kommen wir daraus, wo ich vorhin gesagt habe. Und jetzt gibt es einen neuen... Hier, seht ihr das? Mal einen Quicksave zwischendrin. Denn hier drin wird es ein bisschen schwieriger. Dann nehme ich auch mal die Crossbow. Das ist mir dann... Oh, das war ja nett. Hey, Lümmel. Der wird da direkt... Da werde ich direkt gespawnt. Und seht ihr das? Das Wasser schiebt einen nach hinten die ganze Zeit. Ne, das seht ihr natürlich nicht. Aber ich merk's. Man sieht's nicht.
Man sieht, es ist Strömung im Haus und hier ist es tatsächlich auch relativ dunkel. Und jetzt kommen auch zwei riesen heftige Feinde. Die sind ziemlich heftig, weil diese Dinger, die sie schmeißen, tun echt weh. Und manchmal schmeißen sie einen roten, der ist noch doppelt. Seht ihr das? Die Strömung hat mich direkt bei ihm reingewurschtelt. Guck mal, da ist ein Backpack. Was gibt einem das Backpack? Mal schauen. Ich glaube, Munition. Ja, seht ihr das? Der hat mir Munition gegeben. Back of Holding. So ein bisschen erinnert es schon so an so ein D&D, ja? Mit den Begriffen. Ein Holding Back und Ethereal Crossbow Dingenskirchen. Hier hinten war nichts mehr, ne? Ne, da bin ich noch rausgekommen. Auch kein geheimer Durchgang. Na, dann müssen wir da hinten raus. Oh, guck mal, da war noch ein Kristall für die Wand. Dann Arrows habe ich genug. Jetzt gehen wir mal wieder zu unserem hier zurück. Das reicht ja eigentlich. So, jetzt sind wir hier wieder beim Anfangsbereich, aber da haben wir schon alles. Also zischen wir mal mit Full Speed da unten hin, wo sich das geöffnet hat. Und das war hier, glaube ich. Yes. Da liegt ja noch einer. Den nehmen wir mit. Mal so ein Quicksave für zwischendrin, weil ich habe mich eigentlich gut genug angestellt. Gut. Noch ein paar Pfeile. Noch ein paar Geschner. Noch ein paar Danebenschießer von mir. Wie viel brauche ich einfach eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Schuss? Das kann ich nicht glauben. Oh, Achtung. Es geht hier die Treppe hoch. Schön, sowas gab es bei denen nicht so oft. Oh. Nee, für den nehme ich den. Den ist dann besser da. Bam! Oh Gott. Bam! Seht ihr das? Dieser fiese rote. Ja, aber 2, 3 Schuss und der ist hinüber. Also geht. Quicksave. Was war hier noch für einer drin beim Exit? Ach, was für einer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Schuss scheinbar, ha? Noch ein paar Pfeile. Noch ein paar Nix. Leider kann man jetzt hier nicht sehen, ob ich alle Secrets gefunden habe. Und irgendwie konnte man doch auf der Map moven. Wie ging das denn? Irgendwie konnte man doch... Wie war das denn? Man konnte doch irgendwie... Oh, jetzt habe ich einen Schuss verbraucht, sorry. Irgendwie konnte man doch die Karte lösen, damit man hin und her gehen konnte. Falls sich noch irgendjemand erinnert, wie das ging, sagt mir mal Bescheid, bitte. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nee, komme ich jetzt wirklich nicht drauf. Ich dachte, es wäre M für Move. Was, X? Steht in den Optionen was? Ne, hier kann man gar nicht die Keys sehen. Egal, ich find's irgendwann raus. So. Ich mach mal einen Quicksave, nur falls ich ein Secret verpasst habe. 5, 4, 3, alle Kills, alle Items, alle Secrets. Das war's. Wir sehen uns in der 10 Minuten und 49. Und null mal gestorben. Achso, The Docks. Da sind wir, das haben wir finished. Und jetzt gehen wir in The Dungeons. Ja, ist 3D gerendert. Wow. Impressive. Most impressive. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Spiel gefällt. Ob es euch besser gefällt als Heretic, als Hexen oder nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play and Hopefully Not Die. Hehehehe